aus Berlin, Sul Sul, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 hier auf meinem Kanal. Ja, hier, genau, das habe ich mir so gedacht. Ab in den Jacuzzi und eingeschlafen. So soll es sein. Oder auch nicht. Kannst du sehen, wie du willst. So. Das mit dem Leuchtbaum, das ist richtig mega. Ob wir hier noch einen haben, werden wir mal gucken. Noch ein Leuchtbaum. Kaufen wir noch einen Leuchtbaum. Okay. Was ist das denn? Eine Leuchtsteinlampe. Aha. Gucken wir nach dem Baum. Oh, Weihnachtsbaum, können wir bald schon aufstellen, bald Weihnachten, Mensch. Den kann man doch irgendwie kopieren, oder? Cool. Könnten wir hier noch einen hinstellen und hier haben wir leider keine Berechtigung dazu. Da ist unser Grundstück zu Ende. Naja gut, haben wir jetzt auf jeden Fall zwei Leuchtbäume. Gehen wir hier wieder raus. So, was ist hier los? Warum sitzt ihr alle da in dem Planschbecken und du jetzt auch noch, oder wie? Na? Was mit dir? Okay, da können wir Romantik. Und mit Anne mehr Auswahl. Hier können wir keine Romantik. Okay, das macht ja nichts. Wir könnten aber zwischen den beiden was anfangen. Ich meine, sie ist ja nun schon etwas älter, aber eher jünger. Ja, das machen wir. Mal gucken. Tote Veppi. Oh, me mit Tote Veppi? Amore Quas. Und Frabi Zebra. Aha, Nilshaba. Toma Rimpel. Mehr Auswahl. Und Frabi Frenoy. Ebane Ischko. Gomip. Das machen wir jetzt. Dann flirten wir hier. Lamina Nunkin. Shape Lunchy. Romantik. Flirten. Mal gucken, was passiert. Ah ja, sieh auch noch mit rein. Mit wem redet der eigentlich? Die pennen doch alle. So. Da geht was. Da geht was. Da geht noch was. Da arbeiten wir dran, oder? Ersten Kuss erleben, jetzt schon? Wow. Ist der Junge Erwachsene erst? Okay. Ja, dann würde das ja sogar passen. Kompliment über Aussehen machen. F
verführerisch flüstern, einladen, über Nacht zu bleiben. Mehr Auswahl, Romantik. Baby machen Techtelmechtel im Whirlpool. Wow. Das ging ja schnell. Aber ich dachte, die müsste schon längst erwachsen sein. Aber das ist, glaube ich, wenn die aus dem Haushalt ausziehen, dann läuft das nicht wirklich weiter. Ah, schön Kaffee am Start hier. So muss das sein. Versuchen zu verführen. Alter Schwede, und schon wieder diese Nieserei. Unglaublich. Larkin? Banya. Was? So. Führerisch sein. Man könnte meinen, ich hätte mir was von der Grippe mitgenommen, die da draußen gerade kursiert. So langsam habe ich auch fast das Gefühl. Wir sehen, wüsste, wie viel wir hier verdient haben bereits. Was noch fehlt, aber. Ach so, warte mal. Wo ist denn ihr Schlafzimmer eigentlich? Ich weiß gar nicht. Das müssten wir dann ja für Daniel auch öffnen. Genau. Ach so, der schläft jetzt auch. Okay. Und? Malfoy? Das ist so ein... Das ist so ein richtiger Schlafplatz. Der ist auch gleich weg. Natürlich ist der gleich weg. Na? Das ist irgendwie Mode, glaube ich, und so. Warum stehen hier draußen eigentlich so viele Tische? Das Kind weint. Ist jemand hier, der sich um es kümmern kann? Caroline. Windel wechseln. Füttern. Mit Flasche. Ja, ist ja gut. Mama kommt ja. Deine Mama kommt ja, wo auch immer die gerade ist. Ach ja, die saß ja hier im Jacuzzi. Gut, sie ist auf jeden Fall schon mal raus. Da ist die Maschine schon wieder im Arsch. Da ist er. Okay, pass auf. Kaffeemaschine. Du da. Reparieren. Und hier auch reparieren. Was, Daniel? Ach nee. Ach so, warte mal, wenn die in ihrem Bett liegt, dann könnte man doch eventuell.
Aber Tür für jeden freigeben ist auch dumm, oder? Zugriff gestatten. Zugriff gestatten für bestimmten Sim. Vor allem taucht der Daniel hier gar nicht auf. Das ist das Schlimme. Keine Chance. Keine Chance. So, wie weit bist du mit deinem Kind? Okay. Schweres Gewicht heben. Komm her, du kriegst jetzt richtig Muckis hier. Und du da als Sportler, ne? Ausdauerlauf. Komm her. Unglaublich. Jetzt kriegt sie wieder ihre komische Brille, alter Schwede. Wie weit ist denn die überhaupt in welchem Level? Kann ich das irgendwo sehen, ne, wa? Wie lange das noch dauert? Christian muss noch zur Schule. Komm, an die Grenzen gehen. Zack, zack. Müssen alle zur Arbeit oder zur Schule? Wobei Daniel, nee, Daniel sag ich schon, Christian der Letzte ist, der zur Schule muss. Alle anderen sind durch damit. Red nicht, sondern mach. Alle zur Arbeit, okay? Sammy muss auch zur Arbeit. Anne. Dich könnten wir eigentlich auch mal auf das Laufband wieder schicken, wa? Ausdauerlauf. So, siehste. Falabo, Skunk Glaffin. So. Sie schläft, okay. Kümmert er sich einmal um, einmal um das Kind, okay. Naja, er hätte immerhin die Pampers gemacht. Was soll's. Ja, Siste, haben wir das auch. Liebe Leute, wie es hier weitergeht, das sehen wir dann tatsächlich in der nächsten Folge, ob wir dann hier unsere Caroline endlich mal auf Level 10 bekommen und ob wir das maximale körperliche Potenzial unseres Sims dann bekommen. Das kriegen wir dann zu sehen. Ich weiß nur nicht, wie ich bei der auf den schmalen Pfad komme, dass sie Bodybuilderin werden könnte. Aber okay. Vor allen Dingen sieht sie im Moment noch nicht wirklich danach aus. Und irgendwas plätschert hier. Ah ja, hier die Toilette. Das kann die Lena reparieren. Die ist gut da drin. Und kann das aufwischen.
Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich über ein Däumchen und ein Abo. Und sage bis dahin erstmal ciao, ciao, macht's gut, bis dahin, tschüss.